Hier liegt Liebe in der Luft. Das sind die neuen Traumpaare 2022. Die größte Überraschung in der Schlagerwelt war in diesem Jahr wohl die Nachricht bezüglich der Trennung zwischen Anna-Karina Wojcik und ihrem Mann Stefan Mross. Umso schöner für ihre Fans war dann die Nachricht, dass die Sängerin wieder frisch verliebt ist. Und damit ist sie nicht allein. Auch YouTuber Julian Klaassen ist kurz nach seiner Trennung von Ehefrau Bibi wieder neu verliebt und zeigt sich turtelnd mit seiner Auserwählten Tanja im Netz. Dem schließt sich auch Ex-GNTM-Kandidatin Betty Taube an, die ebenfalls nach dem Ende ihrer Ehe wieder frisch verliebt ist. Mit am meisten hat aber wohl auch die neue Liebe vom FDP-Abgeordneten Hagen Reinhold überrascht. Er hat nach Trennung von der Mutter seiner drei Kinder die Liebe in Ex-Pornostar Anina Semmelhack gefunden. Auch Simone Tomalla zeigt sich mit ihrem neuen Partner Nicolino schwer verliebt und schwebt damit, genau wie Sky Dumont und Julia Schütze, auf Wolke 7 ins neue Jahr. Eine Beziehung, die dieses Jahr sogar zum Babyglück geführt hat, ist die ehemalige On-Off-Beziehung von Pietro Lombardi und seiner Laura. Die beiden starten glücklich ins neue Jahr. Ebenfalls schon länger vereint sind auch Moderator Luis Klamroth und Klimaaktivistin Luisa Neubauer, die der Öffentlichkeit jedoch erst vor kurzem ihre Liebe gestehen. Genau wie Luna Schweiger und Kevin von Anhalt, die erst im Mai erklären, dass sie seit einem halben Jahr gemeinsam durchs Leben gehen. Diese Paare starten dann wohl mit einem Neujahrskuss ins Jahr 2023.